Eigentlich wollte ich hier nur einen Schließzylinder gangbar machen. Dabei ist mir aber aufgefallen, dass bei den Türgriffen es ebenfalls Unterschiede im Detail gibt. Also jetzt rechts und links, das ist jetzt nicht das Thema. Das ist auch bei verschiedenen linken und rechten. Unterschied 1, hier steht eine Teilenummer, die hier schon nicht mehr steht. Da steht hier oben dafür eine Artikelnummer. Und ich habe nämlich Probleme gehabt hier mit dieser Feder, die ihr hier diesen Schließzylinder mal wieder auf Nullstellung bringt. Man sieht hier einen offenen Bereich und im Gegensatz dazu sieht man das hoffentlich, dass hier vorne noch ein Steg rüber geht. Na, hier ist ein Steg drüber und in diesem Langloch wird dann diese Feder eingehängt und bei dem anderen Teil hier hat man bereits diesen Steg weggelassen. Es sind zwar ganz kleine Kerben hier, wo die Feder Halt hat, aber es kann durchaus passieren, dass dann bei der Montage hier diese Feder noch nach vorne wegrutscht, wenn der Schließzylinder hier eingeschoben ist. Weitere Veränderung, die noch aufgefallen ist, dass hier diese Feder, die den Griff wieder zurückführt, die heißt sich hier relativ weit vom Rand weg und hier direkt am Rand angebracht, ist auch etwas anders eingehängt, also eine etwas andere Feder, als das hier sind. Also wie gesagt, das mit 2101 Teilenummer ist aber theoretisch nicht vom PKW, weil ich nie einen PKW hatte und passt ja auch von den Verbindungen her zum NIVA. Und hier schon, weil hier Artikelnummer drauf, also ART.0-755, dann wird das von einem Zulieferer ein etwas anderer Nachbau auf jeden Fall erschwert hier der fehlende Steg ein ganz klein wenig die Montage des Zylinders.